Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Ja, wir laufen mal wieder Velvet herum. In der letzten Folge haben wir den Sexon Hafen erkundet und uns mit dem kleinen Minispiel hier befasst. Ich habe mich noch ein bisschen ausführlicher mit dem Minispiel befasst offscreen, und zwar habe ich glaube genug Dinger hier zusammengesammelt. Ja, sehr viel. Und ja, die werden wir gleich alle in Kostüme hier umwandeln. Oh, sehr schön, oder? Da war vorher erstmal das Formuläre hier. Und zwar habe ich wieder ein paar Titel und Ausrüstungssachen hier gelernt und bekommen und so. Und ich habe was Gutes herausgefunden. Und zwar, wenn man dieses Minispiel macht, dann können auch die Titel weiter gelevelt werden. Und warte mal, ich glaube, ich tue erstmal hier die Expedition zurückrufen. Damit ich am Ende des Parts ein bisschen zu laut der Fernseher mal nachgucken kann. Ja, wieder einschicken. Ein bisschen zu laut, meine Güte. Und ja, 25 Minuten dauert das, also ja, am Ende des Parts werden wir ihn wieder aufsuchen. Und ja, Titel. Ich konnte die Titel aufrüsten, während ich dieses Ballonspiel gemacht habe. Das fand ich sehr gut. Und zwar habe ich dadurch einige von jedem Charakter hier einen bestimmten Titel bekommen, und zwar jedes Mal den Titel umwerfend, also umwerfende Frau bei Velvet, umwerfender Junge, umwerfender Bursche und umwerfender Kerl. Und die schaltet man alle frei, wenn man 450 Gegner erledigt. Und diese Ballons, die man kaputt machen kann, die zählten alle als Gegner. Also ja, ich habe jedes Mal irgendwie mit einem Charakter 450 von diesen Viechern fertig gemacht, während ich hier die Tails Münzen hochgesammelt habe. Und ja, habe ich sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So, dann habe ich draußen ein bisschen trainiert. Und zwar habe ich so lange Kämpfe gemacht, bis ich den Titel für Laffyzett bekommen habe, wo ich ihn 25 Mal steuern musste. War er Laffyzett, glaube ich. Ja. Und für Velvet auch direkt wahre Velvet, wo ist das? Indem wir sie 50 Mal steuern. So, dann noch zwei. Einmal für Rokuro. Und zwar Ringer, indem ich einfach nur Seelenbrecher gemacht habe. Das habe ich jedes Mal in dieser Ballon-Session gemacht. Einfach am Anfang des Kampfes einmal gemacht. Und Papierverzauberer für Laffyzett, indem ich Dingens gemacht habe. Verborgene Art, ja, also seinen physischen Angriffe 500 Mal, ne, 250 Mal. Was, warum habe ich so viel bei ihm dann? Weil er ganz in seiner Magie, ja, okay, ich habe ihn ein bisschen aufgesteuert, glaube ich. So, das war's mit den Titel. So, Ausrüstung habe ich mit Eisen folgende Sachen gemeistert, und zwar eine Bernsteinweste, ein Erdring und Bernsteinstiefel. Ja, Bernsteinstiefel hier. Einen kann doch eigentlich ablesen. Erdring tut Erdschaden reduzieren. Bernsteinweste 30 KP dazu bekommen. Laffyzett habe ich den leeren Ring meistern lassen, um neutralen Schaden um 4% zu senken, und die Bernsteinstiefel, um sein Objekt Nutzzeit zu verringern. So, und Roku habe ich auch noch meistern können, und zwar einen Feuerring für weniger Feuerschaden. Und das war es eigentlich. Ja, gut. Nebenbei habe ich auch noch ein paar Calcit-Stiefel, eine Calcit-Montur, glaube ich, und ein Calcit-Gürtel gekauft, weil die haben sie zum Verkauf angeboten hier, und Velvet hatte nichts mehr zum Hochleveln, und deswegen, weiß ich nicht, irgendwie werden die Ladensachen irgendwie jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, aktualisiert. Also ja, habe ich direkt gekauft, und jetzt haben wir wieder was zum Aufrüsten für Velvet. So, dann habe ich noch so was Geiles hier bekommen. Das sieht doch mal geil aus, ne? Habe ich von den Gegnern draußen bekommen. Sehr gut. Damit haben wir eine neue Waffe und so. So, und jetzt werde ich erstmal noch versuchen, ob ich diese eine Mission vielleicht noch schaffe mit den Ballons, und zwar Stufe 2, weil ich habe so das Gefühl, mit Velvets einen Angriff könnten wir sogar schaffen. Erst machen wir mal den, ja. Da waren wir direkt drei auf einmal kaputt. Ja, und das klappt so nicht. Ja. Ja, das ist blöd, weil... Okay, versuchen wir mal.
8 Sekunden, da werden wir auch schaffen. Geil ist, wir können immer das hier am Anfang machen. Oh nein, das kostet auch Zeit. Komm schon. Jawohl, sehr gut. Aber auch schon geherrscht. Da kriegen wir noch eine Belohnung. Und du hast Stufe 2 geschafft. Und das als Belohnung. Ja. Wassernorm mit Anzug. Rokuro. Jetzt hat Rokuro auch so einen Anzug. Na, und das lassen wir jetzt erstmal, würde ich sagen. Ja, komm, lass mal. Wir tun jetzt erstmal ein paar Sachen tauschen. Und zwar will ich erstmal die Kostüme haben. Windnorm in Set Velvet. Erstmal für die anderen hier. So, Wassernormen, leeren Normen, ich mir alles leisten können, ne? So, damit haben wir schon mal ein paar Kostüme, alles Teile. So, dann holen wir uns die restlichen Sachen hier noch. Kopfhörer, Elfenohren, runde Brille, Sonnenbrille, wütende Brille, Ohrstöpsel-Set. Nein, ich kann mir nicht alle Dinger hier holen. Minimata, nehmen wir die. Hat man, glaube ich, noch nie. In den Teil aufspielen. So, damit haben wir ein paar neue Kostüme. Mal gucken, wie das aussieht. Hier. Jetzt mal ganz dann so Ohrstöpsel haben wir hier. Elfenohren, Brille, noch eine Brille, Sonnenbrille. Sie von Mikleo. Hier sieht man gar nicht Ohrstöpsel. Hallo Martha. Der ist zum Phone R2. So, was haben wir hier? Oh Gott. Das hat alles so was, ne? Boah, warum soll ich das ausrüsten wollen? Das hat alles die gleichen Kosten. Warum? Okay, so viel dazu. So, weiter. Gut, wir haben, weiß ich nicht, alles hier drin erstmal erledigt, was wir erledigen können. Ist hier auf manuell, ja. Ich habe schon die Mystic Art von Eisen und Rokuro auf Screen gesehen, weil die haben sie natürlich automatisch eingesetzt. So, Lafayette hat, glaube ich, auch eine bekommen nach dem letzten Bosskampf, aber die habe ich noch nicht gesehen. Aber ja, ich wurde schon gespoilert von den Mystic Arts. Glaube ich, alles von meiner Liste übrigens abgearbeitet. Kalzi-Zeugs, bisschen Zahn und alles. Weil ich muss halt einfach irgendwie so erwähnen, dass wir alles haben. Will ich nicht irgendwie so, weil ich nicht den Eindruck erwecke, dass ich offscreen irgendwas mache und ihr nichts davon mitbekommt. Ich muss halt einfach so für mich abhaken. Das ist alles. So. Ich denke immer, hier liegt irgendwas. So, wir so storymäßig haben wir ja schon so ein bisschen herausgefunden, was wir jetzt machen müssen. Sehr gut. So, erstmal wieder reinkommen in das Spiel. Ich habe schon wieder vergessen, wie alles funktioniert. Ja, Rokuro. Den Angriff haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Der hat diesen Angriff hier. Also, ich glaube, den haben wir schon gesehen. Er ist ein richtig geiler Angriff. Und sie setzt ihre mystische Art ein. Wir haben am liebsten, wenn ihr das ganz am Ende einsetzt. Hätte ich die. Da ist noch irgendjemand, ja. Ja, man, das zählt nur beim letzten Gegner, wenn wir machen, ne? So, verdammt, ich wollte meine Mystik halt einsetzen. Aphrodite-Scherbe, der blassrosa geschmückte Gürtel. Schärfe sind besiegen von Gegnern KP wieder, ja, okay. Wir haben doch letztens, ich habe doch auf Screen hier extra so ein Kalzit-Gürtel gekauft. Jetzt kriege ich hier sowas. Okay, ich habe ihr auch den Titel gegeben, damit sie mehr Ausrüstung, damit mehr Ausrüstung gedroppt wird von den Gegnern. Und ja, scheint wohl sehr gut zu klappen bisher. Eisen, da ist jemand betäubt. Ach, hast du gemacht, gut. Da seht ihr die ganze Mystikart. Wäre es mal lieber, wenn ihr die alle einsetzt, nachdem ihr irgendwie... Du hast doch auch eine Mystikart, oder? Okay. Was sehen wir? Kui. Oh, hat mich so angegriffen. Sehr gut.
Also der wurde Eisen. Er hat ihn voll angezündet. Warte mal, ich möchte mal was gucken. Kann man die Kamera irgendwie? Ja, mache ich doch. Ach, R1, boah. Möchte wieder so machen wie in Tales of Systeria. Ja, wenn die Kamera so nah an einen dran ist, ist das irgendwie besser, finde ich. Ich glaube, ich habe einen Tales of Systeria gemacht am Ende. Warte mal, ich sollte mal umstellen. Mal gucken, wie das klappt. Tales of Systeria hat mir halt richtig gut gefallen, so zu kämpfen. Okay, die Kamera muss doch ein bisschen höher sein, habe ich so Gefühl. Vor allem, da tut sich jetzt mal umstellen, habe ich so Gefühl. Was ich aber will, ist, dass die Kamera auf jeden Fall so nah ist. Keine Ahnung, habe ich irgendwie so Gefühl, dass man irgendwie so mehr in dem Kampf drin ist. Er könnte ja irgendwie Feedback geben, ob euch das gefällt oder nicht. Hi, greif mich an. Boah. Warum habt ihr alle so viele Dinger, ey? So, Feuer! Uff. So, Velvet. Panzerspalter erlernen. Okay, schon wieder Aphroditen-Dingens bekommen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal weiter in der Story. Was sollen wir mit jedem noch ein Level up abholen? Boah, ich dachte, ich komme dir nicht hier irgendwie. Ja, mal, das ist nicht gut. Ich mal gucken, ob ich das so gemacht habe in Tetris-Serie, also die Kameraperspektive. Ich bin mir nämlich nicht mehr so sicher. Boah. Kann vielleicht ein bisschen zu nah sein, vielleicht ein bisschen mehr, also ein bisschen weiter wegfallen. Oder ist jemand betäubt? Den muss ich mehr schnappen. Oh, Velvet. Oh, der letzte Gegner ausgezeichnet. Erinnerungsmedaillon, Fähigkeit gegen Drachen. Oh. Foreshadowing. Das erste, was er glaube ich hatte, ne? Ich glaube ja. Was Kalsit tut nur so wenig? Weil gibt doch nur Artangriff plus 5, also nur. Wäre nicht schlecht. Ja, wir haben alle noch ein paar Erfahrungspunkte. Komm. Ich nicht mal so ein günstiges Treffen hier irgendwie machen. Also immer so mehrere Gegner auf einmal bekämpfen. Komm schon, nähert euch mir. Komm schon, ihr zwei, drei Wölfe, ihr kommt hier alle mal auf mich los. Ja, okay. Ich wollte mehr rausholen, aber okay. Im Spiel sind irgendwie voll einfach, hier so riesige Massen von Gegnern zu erledigen. Also okay. Oh, ich wollte gerade Dinge drücken, Mann. Oh, das ist ein Gegner betäubt. Den muss ich noch schnappen. So, was? Was? Wie ist denn das passiert? Was ist das? Hätte uns, oh mein Gott, sie sind nur sehen verteilt halt gerade. Sie ist natürlich auch wieder schon hier fast am Sterben. Also überrascht mich das nicht. Schlecht. Und das Blöde, das Eisen hat auch aus irgendeinem Grund die wenigsten Verteidigungspunkte von allen. Was ihn ein bisschen zerbrechlich macht, im Gegensatz zu anderen. Die Gegner sind mir noch. Warum ist er schon wieder tot?
Ey, was ist denn hier los? Ich bin hier steuern oder wie? Alter, was passiert hier? Was ist das? So, du bist am Boden, ich wusste das. Nein, warum ist er so schnell kaputt, ey? Genau, ich hab immer noch. Nein, 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 jawohl, komm. Nein, Hilfe. Boah. Komm her. Nein, das ist eine Seele, verdammt. Oh, das ist ja gut. Rüstert. Mein Gott, wie kann ja alles so schief gehen auf einmal? Nein! Alter! Wie oft? Lass mal aufhören zu verrecken. Ja komm, mach ich mal fertig, bitte. War eine sehr schlechte Idee. Oh, das heilt irgendjemand. Ja. Oh mein Gott, das hat noch nicht mal irgendwie so viel Erfahrungspunkte gemacht. Hexer. Ja, erste Titel, der auf Level 2 ist, habe ich so ein Gefühl. Man sieht hier aber leider nichts. Aha. Malakarzt benutzt. Da so, kommen wir, müssen uns ein bisschen hochhalten. Warum gehe ich dann in einen Gegner rein? Meine Güte, ey. Hallo? Was ist das für eine? Ich hab nur so wenig. Ah, Powertreffer, sehr gut. Oh. Das sei betäubt oder irgendwie was. Aua, doch nicht ich, Mann. Alter, kann ja auf einmal alles so schief gehen. Aua. So betäubt. Gott, komm von mir. Boah, ich war gerade R2. Ey, so viele Probleme hatte ich nicht, während ich aufs Fliegen trainiert habe. Da habe ich alles weggefegt. Einer. Wer weg? Ey, die schnappt sich immer die letzten Kills und kriegt dadurch die Erfahrungspunkte, ey. 5 von 12, ausgezeichnet. Ich will noch mal einsetzen. So. Dafür ist jetzt, muss noch ein Level abbekommen, loskommen. So, gut. Und zack. Blitz. Und zack. Ha, wie zu schwach. Die schnappt sich jedes Mal den letzten Gegner. Guck mal, wie weit die schon wieder entfernt ist von allen. Geostigma, Profi-Plünderer. Werden schon Leute. Los, muss das mal direkt aus. Vielleicht liegt genau daran, aber ich habe ja noch mal eher irgendwer was geändert. Ja. Beuteobjekte, her damit. Ausrüstungsbeutel, das ist auch nicht schlecht zum Zerlegen und so. Geostigma. Da ist ein Erdboden auf und zieht Gegner ein Gravitationsfeld ein. Das klingt doch nicht schlecht. So. Okay. Falscher Knopf. Da. Ja, da lang. Wir waren ja schon so kurz vor einer Stadt, also können wir ja mal da weitergehen. Magilo hat sich immer noch nicht unsere Gruppe angeschlossen, übrigens. Es regt mich auf. Aber was soll's. Vielleicht ja in diesem Pfad hier. Also wir versuchen mal die zum Gehen erstmal. Und gucken, was hier noch alles ist.
Ja, sieht schon aus, als könnte ich da nicht durch. Aber ihr habt da glückliche Gesichter bei dem Kopf. Die Gallesstraße, Seestraße liegt in dieser Richtung, aber es ist gefährlich dort und da ist ein Wolf. Jetzt sind dort gerade Exorzisten unterwegs, die nach einer verschollenen Karawane suchen. Die Hauptstadt liegt weiter südlich. Pass auf, dass ihr euch nicht verlauft oder ihr habt bald die Exorzisten auf dem Hals. Ja, das ist ein Wolf. Kümmert euch mal um den. Hallo. Oh, das ist eine Truhe. Nee. Erdring. Ich war da schon, bis das erste Mimikviech hier irgendwie auftaucht, mich angreift, während ich hier eine Truhe plündern will. Das wird nicht lustig. Aber warte mal, ich habe doch mit irgendjemanden hier was gemeistert, oder? Ne, habe ich schon geändert, ne? Ich glaube, Eisen war das. Okay, du. Gegen euch Viecher, aber oh Gott, geht weg. Ich wollte hier gegen so ein Axtschnabelviech kämpfen erstmal, aber war schon wieder so gefährlich. Oh Geld, gut, da brauche ich gerade. Geht weg. Okay, cool. Immer Geostick mal, ich will mal sehen, wie das aussieht. Das ist jetzt. Oh, sehr gut. So war das. Das war das doch, oder? Und nein. Oh, er hat den letzten Kill gemacht. Warum schaffe ich jetzt als Spieler nie den letzten Kill zu kriegen? Kapiere ich nicht. So, Erdring. So, Wasserring nur, okay. Und Windring, aber den hat gerade Eisen. Wasserschaden reduziert. Bisher klingt jeglicher Schaden reduziert sehr gut. Ähnlich wollte ich eigentlich nicht reinlaufen. Wow, was ist das für ein Kampf hier? Warte mal, kann die nicht runter? Das ist aber geil. Oh, nicht so schade. Ich glaube, die sind auch mit Titeln verbunden, wie oft man die einsetzt, ne? Aber die von Rokuro jetzt eigentlich sehen. Ich habe schon wieder ein Ding verloren, ey. Alter, lass mich doch mal. So, komm her. Uff. Brecher. Kata 0. Spalten. Boah, wenn wir irgendwie mehr als 4 Charaktere haben, muss ich erstmal Velvet aussortieren, ey. Wir haben schon viel zu viele Erfahrungspunkte im Gegensatz zu allen anderen. So, wer hat was gemeistert? Love Set. So, du hast zum Glück noch was. Gut. Okay. Ich finde immer noch dieses Level-System richtig geil. So, wo kommt man da ein? Wissen wir noch nicht. Okay, geh weg. Ist genug gekämpft, oder? So ein Kräuter. Oh, selbst da. Ach Mann. Aber man nervt es jetzt eigentlich jetzt nur 2 Leisten. Da müsste die ganze Zeit auf 3 sein eigentlich. Ich glaube, ich sollte nicht mit ihm den verborgenen Arzt angreifen. Nein. Okay, gut. Wer will sich schon wieder auf den losgegangen? So, oh, ich will die Erfahrungspunkte. Sollte vielleicht weniger mit seinen Siegelangriffen angreifen, sondern mit seinen normalen Arzt. Ich glaube, der hat irgendwie viel mehr Angriffskraft als Hallo. Als Artangriff. Was ist denn hier? Kann ich da hin? Nö. Hinfort, solange das Reisen eingeschränkt ist, darf hier niemand durch. Auch nicht mit einer Erlaubnis. Oha. Und ich mit den wir warten noch mal von Asterix Schein A98 irgendwie so weit mit dem Passierschein A98 genau. Boah. Sie haben schlimme Stürme und Erdverschiebung in den Ebenen von Aldina. Die Abtei hat das Reisen in diesem Gebiet eingeschränkt, aber es gibt ja Siedlungen mit Pionieren. Ohne den Handel werden die Menschen dort, es hat keinen Sinn für ihr Leben auf Spieße, ist nur wenige zu retten. Vertraut auf die Weisheit der Abtei.
Nun gut, vermutlich ist das richtige Vorgehensweise. Ach so, du, der eine hat die ganze Zeit geantwortet. Ich wollte schon sagen, warum hat er so lange mit sich selber konversiert? Konversiert, diskutiert. So gut gerettet, ne? So, da können wir nicht hin. Da waren wir schon. Dann müssen wir halt dahin. Okay, wenn es unbedingt sein muss, durch Geld. Ja, ich glaube nicht, dass ich direkt schon wieder neue Sachen kaufen kann. Geht weg, Alter. Nee. Lass mich nicht an, ey. Hey. Oh Mann. Oh. Oh. Also sehr gut, Feuer. Ah, sehr gut, aber meiner. War nicht, was? Velvet. Fernsteinleuchte, gut. Ich glaube, da stand gerade, dass meine XP zu wieder da ist, ne? Und habe ich da aufploppen gesehen. So, du hast noch eine Waffe ausgezeichnet. Feuerangriffskraft, das ist doch gut mit dem Siegel, Ding an, ja. Die Expedition ist zurück, ausgezeichnet. Seht euch das nur an. Verloren. Immer nur einmal gewonnen. Thunfisch, Sojasauce. Schatz gefunden. Roter Juwelen. Dieser Anhänger wurde in Auge eines Tosen im Sturms auf den Lemur-Meer entdeckt. Er soll ab und an einen Turm von sich geben, der an den Heulen einer Bestie erinnert. Neue Fertigkeit lernt. Rangetsu. Basistraining. Neues Gebiet entdeckt. Diomel-Insel. Steht da irgendwie, wie lange ich immer unterwegs bin, oder ist er immer gleich? Kann ich ja schon mal schicken. Rückkehrzeit 30 Minuten, was? Okay, hatte jetzt irgendjemand? Habe ich schon jetzt alles, ne? Boah, voll Übersichtsprobleme, ja, ich weiß. Gott, was ist hier los? Wir sehen überhaupt nicht irgendwie verdächtig aus, ne? Wir sind irgendwie die einzigen, weiß nicht, Leute hier, die irgendwie so farblich angezogen sind. そこの黒コートの女、手形を見せてもらおう。どうした？清涼が旅人に発行する通行手形だ。この未熟者、奇術師見習いの基本はにっこり笑顔と教えたじゃろうが。奇術師？ いかにもご覧の通りくせ者類の我が一座、その名もマギル奇術団と称しまする。式典の余興か。過去にはその通り。いやはや我がバカ弟子が失礼いたしました。ほれ、兵士様のご不信を解くのじゃ。お前の得意芸、鳩を出してみせよ。 すみません、師匠。仕込みを忘れました。なんと情けないやつじゃ。芸の道をいかに心よるか。待て、こんなところで鳩を出されても困る。いいや、勘弁できませぬ。お詫びに鳩のモノマネをせい。鳩マネ。<笑><笑> Wer wird wohl einfach nur im Boden versinken? Oh, jemand wird sehr, sehr hart verprügelt werden, habe ich so das Gefühl. Anna Kodomodamashi wa konkai kageri, Papa.
怖い、ポッポ。あと、すごかった。その子供騙しで入れた。王都も大したことないわね。それだけ守りに自信があるんじゃろうて。ライフセット、王都の戦力を知っておるか？王都に配備された隊馬士だ。隊馬士は1000人以上。守備兵士は2個師だ。さすがは王都だな。油断ではなく余裕と見るべきだろう。通行手形がないと厳しいか。 民衆が、ニコニコなのも納得じゃの。ゴーマに怯えまくっとった数年前とは大違いじゃわ。でかい式典があると言っていたしな。そんな余裕があるほど、ここは平和なんだろう。その平和は…ルフィ。ベルベット。Oh, ich bin noch neu hier. So, jetzt aber. Was verdammt? Mal hier los. War ein Speicherpunkt. Oh. Sehr gut, die Cutscene. Leckeres Gemüse aus der Region und aus vielen Ländern. Unser Gemüse kommt aus Ostgand und Westgand. Ja, sieht nicht so aus, als wäre irgendwo ein Speicherpunkt in greifbarer Nähe. Der Traumtrick war fantastisch. Ich werde mir ganz bestimmt Magilus Menegeri anschauen. Go, go. Wer hat mal einen Rabe? Irgendwo muss er doch hier einen Speicherpunkt geben. Ich will mich dafür bedanken, dass ihr die ganze Zeit bei mich wacht. Gern geschehen, dich gesund und glücklich zu sehen, macht alles wieder wett. Da muss ich überhaupt hin, storytechnisch. Steht hier nirgendwo. Hi. Mima, Mittogand-Ogoku-no-Kokusei-wa, Daichi-Oji Parsibara-sama ga totte orareru no yo. Oji no? Kokuou wa dou shita no? Oua kenzai da ga. Gab's hier in Systeria auch jemanden, der Parsibara hieß? パーシバル王子の貢献に回っている。この世界の危機を乗り越えるためには、新しい力こそ必要だと宣言してな。おお、なかなかできた王様だな。立派なのはパーシバル様もよ。王様の意を受け継いで、アルトリウス様と聖霊を全面的に支援されているのよ。パーシバル様とアルトリウス様がいれば、きっと王国は大丈夫。みんな送信じているわ。ファックペさんにしばらく。 Was soll's am Prinz Parzival ist, dass er noch ledigt ist? Ehrlich gesagt glaube ich, dass es bei Fürst Artorius auch so ist. Sollte so ein Mann nicht jemanden haben? Hatte er auch, aber er hat alles weggeworfen. Ja. Zusammen mit Lapis. Oh Gott. Der war nicht gut. Normen Möhre. So, ich weiß, da ist noch eine Cutscene, aber. Muss ich erstmal gucken. Wir sind in der Stadt, ein Dorf oder solche Dinge haben normalerweise irgendwo einen Speicherpunkt oder so. Also los, komm. Ja, genug gelacht, komm. Da ist der Truhe. Robert. Und da muss ich halt, kann ich, ich kann glaube ich nicht nach draußen wieder, ne? Ja, da muss ich halt hier wieder einen Schnitt machen, ohne irgendwie. Eure Anfrage, ein Auftritt zur Erbauung der Öffentlichkeit zu absolvieren, wurde genehmigt. Leben in einer dunklen Zeit und die Herzen der Menschen müssen leichter werden. Ordnungswidriges Verhalten jedweder Art wird jedoch streng bestraft. Verstanden? Absolut. Vielen Dank für eure Hilfe. Also mit, ich dachte, er war an uns direkt gerichtet. Gut, kein Speicherpunkt. Egal, ich mache jetzt hier einen Schnitt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ich danke mich allerherzlich für Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.